Beflügelt durch Braukunst der etwas anderen Art, von der Sie gleich noch mehr sehen werden, sowie einer Absatzsteigerung von 2,5%, startet die bayerische Brauwirtschaft optimistisch in ihr Jubiläumsjahr. Jubiläum deshalb, weil in diesem Jahr das 500-jährige Bestehen des Reinheitsgebots gefeiert wird. Doch zunächst noch zu weiteren für die Brauwirtschaft positiven Zahlen, die bei der Jahrespressekonferenz in München bekannt gegeben wurden. Das Positive vom vergangenen Jahr war ganz sicher gewesen, dass wir unsere Absätze weiter stabilisiert haben, sogar leichte Zuwächse gehabt haben und dass wir mittlerweile einen Exportanteil von weit über 20% haben. Das heißt, gut jedes fünfte Bier, das in Bayern gebraut wird, wird im Ausland getrunken. Eine hohe Wertschätzung für die mehr als 1300 bayerischen Brauereien und deren hochwertigem Produkt. Und auch wir Bayern selber schätzen laut aktuellen Statistiken unser sogenanntes Grundnahrungsmittel. Bei rund 107 Liter Bier pro Person und Jahr hat sich der Durchschnittskonsum in Deutschland eingependelt. Im europäischen Vergleich toppt das nur Tschechien mit 144 Litern. Doch bei einem liegt Bayern auf jeden Fall vorn: der höchsten Brauereidichte weltweit. Wie vielfältig diese oft familiengeführten Unternehmen sind, zeigte sich gleich im Anschluss der Jahres-PK, bei der Eröffnung einer ganz besonderen Ausstellung, den Wächtern des Reinheitsgebots. 100 Brauer- und Brauereifamilien hatten sich von Fotograf Sead Husic ablichten lassen, in detailstarken und ideenreichen Motiven. Ausgestellt derzeit in der alten Kongresshalle in München. Das Arbeitsprogramm war ja, die Gesichter hinter dem Bier zu zeigen. Und als ich angefangen habe, daran zu arbeiten, dachte ich, ich will noch ein bisschen mehr aus denen rauskitzeln. Drum ja auch die Inszenierung und die ungewöhnlichen Kulissen oder sowas. Deshalb auch kein Lächeln, sondern der ernste Blick. Weil, so wie ich es in der Rede gesagt habe, ich wirklich irgendwie dieses Herz von denen zeigen wollte, weil das hatten die. Ja, das hatten die neu entdeckten Fotomodelle wirklich. Denn sie zeigten sich offen für die teils ungewöhnlichen Ideen des Künstlers und wurden dadurch selbst zu einem bildstarken Bekenntnis für die bayerische Brauwirtschaft. Gerade auch die Klosterbrauerei in Weltenburg gilt ja als die älteste Klosterbrauerei der Welt. Und von daher denke ich, ist es gut, dass auch die Klosterbrauereien vertreten sind auf dieser Ausstellung. Und so war ich auch gerne bereit, mich ablichten zu lassen. Es ist schon seltsam, also man muss schon zweimal hinschauen. Ich meine, manche sind es gewohnt, aber für uns ist ja das doch eher was sehr Besonderes. Und das war es auch für die rund 400 Besucher, die sich bei der Ausstellungseröffnung ein Bild machen konnten von den vielen personifizierten Bekenntnissen zum bayerischen Reinheitsgebot. Auch Landwirtschaftsminister Helmut Brunner zeigte sich begeistert. Ich habe aber selten eine Ausstellung gesehen mit so vielen markanten Persönlichkeiten, die auch, glaube ich, mehr ausdrücken als nur ihre eigene Brauerei. Aus den Gesichtern kann man durchaus auch Ernsthaftes entnehmen, Nachdenkliches, vielleicht auch erinnernd an die schwierige Zeit, die die Branche durchaus durchzumachen hatte. Wir haben ja gerade auch im Brauereiwesen einen erheblichen Strukturwandel. Aber dennoch auch so was Bodenständiges, so was Standhaftes. Und vermutlich ist es genau diese Ernsthaftigkeit und Beständigkeit, die Bayerns Bier zu dem macht, was es ist. Eines der beliebtesten Getränke der Welt.